Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gold Rush hier an unserer kleinen Maschine, die läuft. Wir haben sie letzte Folge getestet und wir werden auf jeden Fall in dieser Folge anfangen, Gold zu schürfen. So, Trommel ist im Sonderangebot mit 15% Rabatt. Genau, das wäre jetzt so ein Angebot, was wir bräuchten. Dann könnten wir nämlich hier... Wisst ihr, jetzt 15% hätten wir sparen können bei der Trommel. So, der Sandro hätte gerne, dass wir jetzt das Easter Egg machen, denn wir haben es abends 20 Uhr. Wir müssen sowieso bis zum nächsten Tag warten, bis wir uns den Kipper holen können. Weil sonst zahlen wir doppelt und das macht keinen Sinn. So, wir wandern jetzt mal da hinten zu dem Hochstand. Da soll es wohl eine Schippe geben und diese Schippe soll mir da ins Feuer bringen. So wurde das Ganze gesagt. Und da gucken wir jetzt mal, was dabei so rumkommt. So. Kann ich nicht drüber laufen? Warum nicht? Außen rumgehen. Scheiß. Nicht drüber. Scheiße. Muss ich hinterher gehen? Muss ich denn da hin? Hier. Wow. Hey. Okay. Lüt. Oh, hallo, eine Schippe. Benutzen. So, habe ich die jetzt eigentlich, habe ich sie jetzt im Inventar oder was? Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Okay. Nice. Können wir jetzt nur angucken oder war es das jetzt? Bleibt jetzt für immer hier? Jetzt ist er weg. Gehört. Eindeutig Wölfe. Das war's. Ja, cool. Cool. Netter, kleiner Spaß. So. Freunde, es ist soweit. Wir machen folgendes. Wir machen jetzt erstmal hier den Bagger. So, jetzt machen wir erstmal die Seile ab. Okay. Bams. So, dann fahren wir die Möhre. Was leuchtet denn hier eigentlich? Hä? Was ist das für Licht? Habe ich hier noch Strom an? Licht an. Naja, gut. Das so ist. Okay, ich sehe nichts mehr. Aber wir müssen ja maximalen Profit jetzt rausschlagen. Wir brauchen am Ende des nächsten Tages ein Cleanout mit ordentlich Unzen. Sonst sind wir hier. Sonst müssen wir zur Bank rennen. Das will ich auf keinen Fall. Jetzt ist nur die Frage, wie wir hier
Baggern. Und ob wir uns hier quasi so einen Weg reinschaufeln, weißt du, bis unten auf dem Boden. Sodass wir mit dem Muldenkipper da unten reinfahren können und dann mit dem Bagger von oben einfach immer als Rinn. Wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Müssten wir nur hier die Eimer mal an die Seite räumen. Und den Kram hier an die Seite räumen. Das können wir ja noch machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Also umlichten. Können wir bald noch eine zweite Waschanlage in Betrieb nehmen. Ganzer Kanister Fiesel ist noch da. Hey, mein Kopf ist nicht mehr tief genug, aber grundsätzlich gute Idee. Okay. Ja, ich würde sagen, fürs Erste. Ja, ich glaube, das geht zum Schaufeln schneller, oder? Als wenn du, einmal hier, ne? Vielleicht wäre so ein Holzgefäß gar nicht so verkehrt. Egal, wir werden auch einige Eimer brauchen, um hier schönes Gold zu lagern. Wer ist denn auf die Idee gekommen, 25 Eimer zu kaufen und die voll zu machen, ey? Wahnsinn. Eimer kann man nie genug haben, ja. Ich bin auch mal gespannt. Wir haben noch 2 Tage bis zum Sommer. Ich war noch nie in diesem Spiel im Sommer. Ich bin so gespannt, was dann passiert. Mir wurde schon so durch die Blume gesagt, dass es dann schwieriger werden soll. Aber bitte nicht spoilern, ja. Ich will mich überraschen lassen, was dann passiert. Also was ich wohl gehört habe, wenn der Permafrost kommt, dann kann man wohl nicht mehr baggern. Habe ich gehört. Stimmt, werden wir auch herausfinden. Ah, 5-mal noch laufen. Sollen wir eigentlich schon anfangen mit Bohrungen, um zu gucken, wo gutes Gold ist? Oder wollen wir just for fun einfach erstmal rinbuddeln? Weil theoretisch könnten wir uns noch eine Bohrmaschine für einen Tag ausleihen. Kostet, glaube ich, nur $3000. Wir könnten ja einmal überall einen Schnorchel rinschieben und gucken, wo gutes Gold ist. Jedes Problem ist eine Lösung. Wahrscheinlich. So, jetzt haben wir hier Platz. Dann würde ich sagen, schlafen wir jetzt bis kurz nach Mitternacht. Aber wollen wir bis morgens, wollen wir richtig auf die Kacke hauen? Nee, das schaffen wir nicht. Wir müssen auf jeden Fall früh aufstehen. Wir können uns keinen langen Schlaf gönnen. Und dann geht's hier los. So, ich würde sagen, komm, wir schlafen 4 Stunden. Dann müsste es so ungefähr 2 Uhr sein, bis wir alles hier haben und verladen. Und bis das losgeht, dann ist ungefähr Dämmerung. So, jetzt bin ich gespannt, was das jetzt kostet am Tag. 12.872 Mäuse. Und da kommen jetzt nochmal 4.000 drauf für den Kipper. Dann sind wir bei fast 17.000 am Tag. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall keinen weiteren Tag leisten. Auf keinen Fall. So, Freunde, jetzt gilt's. Jetzt muss hier was passieren. Okay, ab in die Stadt. Kipper holen. Für den Claim lohnt es sich nicht wirklich, hättest du ja vor Mieten machen müssen. Mit Bohrung. Ah ja. Kundam! Kundam, danke für dein Follow. Hallöchen. Alpha, grüß dich. Sei gegrüßt. Ja gut.
Sag mal, wenn wir jetzt mit dem Kipper einfach da so eine Schneise reinmachen, dann ist es ja sowieso egal, wo da jetzt Gold ist und wo nicht, weil das müssen wir ja eh quasi wegbuddeln. Wäre dann vielleicht interessant, wenn man dann so da unten ist, welche Richtung man dann so einschlägt. Einmal gucken. Erstmal müssen wir gucken, dass wir Gold rausholen. Erstmal brauchen wir hier, müssen wir liquide werden. Wenn wir hier fast 20.000 pro Tag an Mietkosten haben, da muss hier jetzt erstmal was kommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann müssen wir anfangen, nach und nach uns das Zeug zu kaufen, dass wir nicht mehr die Kosten haben. Wie lange läuft's schon? Gute 2 Stunden, ein bisschen länger. So. Hallo, ich komme nachts mit der Taschenlampe. Okay, Muldenkipper. 4007. Hey. Oh. So, Freunde, jetzt sind wir offiziell mit 4.850 Dollar pleite. Das reicht so gerade noch, um... Warum kann ich nicht einsteigen? Ich kann mein Auto nicht einsteigen. Ich sprech. Da hatte ich doch... Bin ich da nicht rein? Das sind manchmal Sachen, die sind ganz schön witzig. Der Stream läuft seit offline. Alles klar. Eieieiei. Ja, das Geld, das reicht so gerade noch, um den ersten Barren zu schmelzen und dann zu verkaufen. Wie ist das eigentlich? Eis, du kennst dich doch gut aus hier. Wenn ich die Sachen jetzt gemietet habe, kann ich die kaufen, ohne dass ich sie vorher abgeben muss? Oder muss ich quasi meine Maschinerie wieder auseinanderbauen, um die Sachen zu kaufen? Da wäre natürlich auch blöd, wenn du die Trommel gemietet hast, dann musst du erst den Scheiß auseinanderbauen, wegbringen, neue kaufen, wieder hinbringen, zusammenbauen. Oder kannst du die einfach von Mieten auf Kaufen setzen? Geht das irgendwie? Wäre mal interessant. Kannst du dir nach und nach einfach den Kram auf Kaufen und fertig. Muss hier abbauen, verkaufen, neu kaufen. Ach Mann. Naja. Was soll's. So, Freunde, ich würde sagen, wir rammen erstmal unseren Hänger an die Seite. Was soll's. Ist aber auch duster, ne? Oh, da ist der Kipper. Hallo. So, sehr schön. So, einmal tanken. 32% Tank haben wir erst drin. Hier müssen wir auch. Sobald wir das erste große Geld gemacht haben, wird hier der Tank voll gerüsselt, damit wir auf jeden Fall immer Nachschub haben. Weil nicht, dass irgendwann Geld alle ist und Tank alle ist, dann haben wir natürlich Probleme, ne? Einmal dabei sind. So. Ich könnte ja eigentlich direkt rückwärts da runterfahren, ne? So. Okay. Überleg gerade, ob wir kurz mal noch 3 Stunden schlafen, dass es zumindest hell wird. Das wäre schon cool, ne? Das ist doch ein bisschen, obwohl. Wir können uns das nicht leisten, Freunde. Ich baue jetzt hier die Maschine an. So, das, das, das. Dann das. Müssen wir mal gucken. Bin zurück. Wie wir jetzt hier einen angenehmen. Ordentlichen Weg reingekratzt kriegen.
war schon sehr ruppig, ne? Irgendwie siehst du ja auch nicht so viel. Sie generell nicht so viel. 8%. Ey, Freund, das ist mir zu dunkel. Wir hätten tatsächlich noch in 2, 3 Baulampen investieren sollen, glaubst du es? Dass wir die einfach hinstellen könnten und gut wäre gewesen. Lass nicht so in den Boden reinhämmern, dann kommst du nicht mehr raus mit der Scheißschaufel. Für Licht ist auch kein Geld da, ja, stimmt. Das ist nämlich auch so ein Ding. Hier mit den zerstörten Spitzen vom Bagger. Das ist mir eigentlich relativ egal, weil der ist gemietet. Soll passieren. Einfach im Boden drücken und fertig. Also passt die, ungefähr die Breite vom Bagger, oder? Sollte reichen. Weiß, man sieht gerade gar nichts, ne? Aber zum Schlafen ist kein Geld da. Das ist echt so. Was war gerade im Angebot? Das Angebot ist auch kein Geld da. Da. Don't be gentle is the renter, genau. Ich wäre es mal geil, wenn wir jetzt noch so einen dicken Nugget finden würden, ne? Der würde uns jetzt so ein bisschen aus der Patsche helfen. So 20 Unzen Nugget, das wäre jetzt mal was Feines. Das könnte man tatsächlich mal gebrauchen. Aber wenn du sowas brauchst, kommt es nicht. Ne? So, 72%. Bin mal gespannt, wie viel Prozent von der Waschstraße so eine Muldenkipperladung ist. Die Nuggets findest du erst beim Waschen, wenn du den Trichter geworfen hast. Ach so. Okay. Aber wer auch immer mir die Maschine ausgeliehen hat, der war ein Idiot. Ich die komplett zerstört wieder. So, ich glaube, wir müssen mal so einen Meter zurückfahren. Hier vernünftig an den Kram rankommen. So, 97, eine Schippe noch, dann ist der Drops hier gelutscht. Bams. So. Gut aus, Licht aus. Ach, ich mach mal, glaube ich, die Handbremse rein, oder? Macht auf jeden Fall Sinn. So, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, was ich hier buddel. Reifen dreht immer noch, alles klar. Okay, so, Maschine an, Licht an, Handbremse los und gib ihm. So, 100% Ladung. Jetzt machen wir, glaube ich, erst die Maschine an und dann gießen wir das Zeug da rein. Ah, ich mache mir hier so ein bisschen Platz. Muss ich nur erstmal gucken, wie wir das jetzt hier auskippen. Steuerung. Kippmodul heben und senken auf R. Naja. Ja, das 100% vom Trichter hier, die jetzt reingehen. Tatsache. Cool. Funktioniert ja super. So, dann aus. Nee, warte.
Bremse muss schon rein. So, also eine Ladung ist schon mal 100% Trichter. Das ist gut zu wissen. So, dann schmeißen wir jetzt hier erstmal die Hütte an. Und an. So. Dann geht's los. Da kommt's. Freunde, es füllt sich. Tschüss. Ja, nice. Ja, nice. Der Bude wert ist. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Boah, der macht Licht hier. Einfach mal hier stehen lassen, kompletten Claim beleuchtet. So muss das. Ich glaube, ich fahre aber noch nicht da unten rein, oder? Ich gebe Vollgas gerade. Ah, das ist noch daneben. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ordentlich innen breit genug bekommen. So. Handbremse, Motor aus, Licht aus. Und wir haben schon 4.09 Uhr, also wird demnächst hell. Demnächst. So. Ich habe noch nicht so die optimale Position für die Kamera gefunden. Das ist alles noch nicht der vom Seck hier. Reise. Sehr ruppig gerade. Was ist das denn da unter den... da los? Kämpft der mit irgendwas, der Bagger? Wollt der sonst runter? Jetzt Handbremse löse? Ja, eigentlich nicht, ne? Ah, ich glaube, da habe ich die Hälfte daneben gekippt. Einen besseren Platz zum Graben. Dasselbe. Kurz vor Pleite, ich sag's dir. Wir müssen hier um unser Leben baggern. Weil wir brauchen definitiv heute den ersten Cleanout schon. Und dann können wir direkt verkaufen gehen. Also wir müssen. Das muss hier. Also heute muss hier richtig Material umgewälzt werden. Ich hätte fast gesagt, wir können es ja noch den Angestellten holen, aber ich befürchte, dass dafür auch kein Geld da. Hast du im echten Leben auch schon mal Bagger gefahren? Nein. Nein. Also ich kann mich vage daran erinnern, dass ich als kleines Kind mal auf irgendeinem Fest oder so. Da konnten, was war es mal so, Kinderbagger fahren. Da bin ich mal mitgefahren, ja. Aber selber gebaggert habe ich noch nie. Das Vergnügen hatte ich tatsächlich noch nicht. Und Shepard, Hallöchen. Ja, wir können ja mal versuchen, wenn wir so baggern. Ich glaube, so sieht man auch ein bisschen mehr. Aber es ist sehr ruppig hier gerade noch. Ich glaube, da geht... Eigentlich dürfte da nicht so viel daneben gehen. Ich glaube, das am Ende, das sind nur die Pixelchen, die da noch rausfliegen.
Wird mal Zeit, meinst du? Vielen Dank für dein Abo. Ich glaube, ich habe gar nichts in der Schaufel. Ich habe nichts in der Schaufel. Und Tagchen, sei gegrüßt. Aufpassen, dass ich mir hier nicht... Ich muss weiter zurückfahren, das bringt nichts. So, schöne Handbremse anziehen. Komme ich da überhaupt noch dran jetzt? Schade. So, gerade. Sag deinem Chef, du willst einen Bagger kurz haben. Mein Chef hat keinen Bagger. Wir sind Heizungssanitär. Was sollen wir mit einem Bagger? Wir haben tatsächlich einen Trecker. Aber hier, also so einen kleinen hier für zum Schneeschieben und so. So, ist die Bude wieder voll. Komisch, dass er gar nicht sagt, ich verliere Schürfmaterial. Sonst ist er immer der Erste. Sie wollen Schürfmaterial. Los auf. So, wie viel Prozent haben wir denn jetzt da drinne von einer so einer Ladung? 19. Doch so viel? Das heißt, wir müssen nur 5-mal das Ding voll machen und haben dann schon ein Clean-Out oder was? Ist ja geil. Das ist ja geil. So, warte, wo ging das nochmal hoch? Auf Z? Nee. Auf R. Auf R und F. Da fragen wir die Mauer, sie geben bestimmt mal was aus. Also Kran gefahren bin ich schon. Das macht tatsächlich Spaß, muss ich sagen. Kranfahren macht Laune. Das ist schon was Cooles. Ich glaube, ich kann langsam hier rinfahren, oder? Mal gucken. Wie wir das dann jetzt noch... Komm ich mal raus. Nein! Mach... Nein! Nein! War vielleicht doch nicht so eine geile Idee hier. Ich gebe Vollgas. Ja, zieh durch, Junge. Zieh durch. Mach mich nicht arm. Ich kann mir das nicht leisten. Dass du ausfällst. Oh Gott. Ich glaube, das ist. Man muss da so mit Schwung von unten hoch. Wir müssen erstmal weiter buddeln. Wir müssen erstmal einen ordentlichen Weg bis unten drin haben und dann können wir uns darum Gedanken machen. So, Licht aus, Handbremse. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiter buddeln und hier hoffentlich dann schon den Cleanout haben. Wir sind bei 30%, was sehr cool ist. Und wenn du mal siehst, was wir alles hier für Matten hinterher zum Auswaschen haben, das ist schon einiges. Da oben fliegen die Steinchen runter. Alles klar. Gut, bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.